worden ist. 15 Jahre hat Lamborghini den Countach gebaut. 1974 ging's los. 1989 verließ das letzte Stück die Fabrikationshallen. Angetrieben von einem V12-Motor leistete der Countach 270 Stundenkilometer bei Vollgas. Für Form und Design des Autos zeichnete Marcello Gandini, ein Mitarbeiter der Firma Bertone, verantwortlich. Die Form an altägyptische Pyramiden angelehnt und die Türen waren der Hit und erinnern ein bisschen an den Flügeltürer von Mercedes. Ähnlich wie der Mercedes hatte auch der Countach ein Rohrfahrgestell. Die Karosserie war aus Aluminiumblech. Zu Beginn der Produktion gerade mal einen Millimeter stark. Das machte den Renner noch schneller. Mit der Weiterentwicklung wurde die Form des Lamborghini immer wilder. Spitze Kotflügel, Front- und Heckspoiler auf Wunsch. Und die wurden anschließend richtig modern. 1985 wurde der Motor des Countach noch einmal von den Ingenieuren optimiert. Lamborghini wollte mit der Serie LP5000 auch den neuen internationalen Abgasverordnungen entsprechen, um den Export anzukurbeln. Später haben sie den Motor noch einmal überarbeitet und getuned. Jetzt hatte der Countach andere Zylinderköpfe mit je 4 Ventilen und dazu eine Jetronic-Einspritzanlage von Bosch. Die Flunder war das Paradestück und der Verkaufsschlager von Lamborghini. Aber schon 1982 hatten sie damit begonnen, einen Konkurrenten für den Ferrari 308 zu entwickeln. Der Jalpa hieß er dann, angelehnt an den Uraco, aber dafür nur mit 2 Sitzen. Design von Bertone war der Jalpa eine Art kleiner Lamborghini der 80er Jahre. Aber Bestellungen für den Junior kamen eher sporadisch. Das Interesse war nicht sonderlich groß. Zum einen gab es dauernd Probleme mit den Abgaswerten beim Export nach Amerika, zum anderen hieß es immer wieder, wenn schon Lamborghini, dann richtig, dann Countach. Die Ölkrisen in den 70er Jahren aber ließen auch Lamborghini in die roten Zahlen fahren. Die Firma war gezwungen, Mehrheitsanteile zu verkaufen. Chrysler, der amerikanische Autogigant, hat das Geschäft gemacht. 1987 auch den Rest der Anteile an Lamborghini übernommen. 1988 feierten Ferruccio Lamborghini und seine Mitarbeiter das 25-jährige Firmenjubiläum. Und zu Ehren des Gründers haben sie ein Sondermodell des Countach gebaut. Innerhalb von 2 Jahren knapp 600 Stück. In Kooperation mit Chrysler haben sie den Nachfolger des schon legendären Countach aufgelegt, den Diablo. Power und Hochleistung wurden hier mit etwas mehr Komfort als bei allen Vorgängermodellen kombiniert. Die Lamborghini-Experten haben natürlich gleich gestritten, denn das klassische Countach-Design von Marcello Gandini war per Computer überarbeitet und neu getrimmt worden. Für Lamborghini-Fans ein Unding. Die harten Linien und seine eckige Form hatten den Countach geradezu aggressiv wirken lassen. Der Diablo war weich, runder, beinahe ein Stilbruch. Die Innenausstattung haben Chrysler-Leute entworfen und sich nicht getraut, hier wesentlich vom alten Countach-Konzept abzurücken. Mit einem um 20 cm größeren Fahrgestell gab es jetzt auch im Auto mehr Platz. Der Motor des Diablo leistete 475 PS aus einem 5,7-Liter-Aggregat. 12 Zylinder, 48 Ventile, damit 30 PS mehr als im Countach. Das Ergebnis: in 4 Sekunden von 0 auf 100 Spitze 325 Kilometer. Und damit ist der Diablo das schnellste Serienfahrzeug der Welt.
Lamborghini hatte das Rennen gegen Ferrari und den F40 gewonnen. Aber der Spaß hat natürlich auch seinen Preis. Zu haben ist der Diablo ladenneu zwischen 350 und 400.000 Mark. Ferruccio Lamborghini, der 1993 im Alter von 77 Jahren starb, hat sein Ziel erreicht. Seine Lamborghinis haben ihren Beitrag zur Faszination italienischer